Da sieht ja fast aus, als würde einer unten dranhängen. Guten Tag. Wundert euch bitte nicht. Es ist ein Zusammenschnitt aus Videos vom Sommer und Resten von anderen Videos. Also wundert euch nicht, dass ich zwischendurch andere Sachen anhab oder so, ja? Aber ich muss den Content loswerden langsam. Deswegen gibt's jetzt ein schönes, contentreiches Video, teilweise aus dem Sommer, deswegen fahre ich auch teilweise im T-Shirt. Bitte macht's mir nicht nach. Und dann würde ich sagen, laber ich jetzt keine Scheiße und viel Spaß mit dem Video. Opi, bisschen schneller bitte. Fahr schneller, Opi. Alter, was ist denn am Aussee los? What the fuck, Junge? Soundcheck, Soundcheck, Soundcheck. Oh, ein R8. Oh, Alter. Die juckt ja gar nichts, die Kühe. Oh, da vorne ist ein McLaren. Alter, ich will hinterher, du. Mann, hallo. Warum kommt da hinter nicht so viel? Das kann nicht sein. Oh, wir kriegen ihn, ja. Let's go. Achso, er will die abbiegen. Ja, dann sind wir direkt hinter McLaren. Oh, das ist ein 570S. Oh. Oh. Den sehe ich ja jetzt erst. So, ich muss mal irgendwas nachschauen, Leute. Ich pause hier mal einmal das Video. Bis gleich. Ja, und zwar, ich habe nachgeschaut, ob ich irgendwie geblitzt wurde oder so, weil nämlich die im Auto ein Bild gemacht hat mit ihrem Handy von der Kamera quasi. Also wie als würde sie mein Kennzeichen abfotografieren. Aber ich habe nicht gecheckt, warum. Weil ich eigentlich nicht zu schnell war. Und deswegen habe ich gerade nochmal nachgeguckt in den Aufnahmen. Und ja, ich war einmal kurz bei 17, glaube ich. Aber selbst wenn, es war einmal kurz. Und selbst wenn es 17 gewesen wäre, da wären noch irgendwie 3 km/h Toleranz vom Blitzer sowieso runtergenommen. Bin ich nur noch bei 14. So, und dann kommt nochmal Toleranz vom Tacho runter, also 2 km/h oder so. So, ich nerv wieder aus dem Schnitt. Ich wollte nur kurz sagen, bis jetzt ist noch nichts gekommen. Es ist jetzt etwa, ja, etwas über 4 Wochen her. Also, bis jetzt ist nichts gekommen. Kann natürlich sein, dass da noch was kommt. Bis jetzt ist auf jeden Fall nichts da. Ich finde aber sowieso, dass die Blitzer in diesen Fußgänger-Dingern komplett ekelhaft sind. Also, ich finde, es ist einfach nur Abzocke. Da ist die letzten 300 Jahre gefühlt kein Unfall passiert. Warum stehen die da? Wann wird das Ding eigentlich mal fertig? Steht es hier? Steht es hier, wann es fertig wird? Projekt in Kooperation. Na komm, gucken wir mal. Wir drehen mal um. So. Schauen wir doch mal nach. Hey. Hallo. Kannst du erkennen, was da an dem Halteseil hängt von dem Mast? Nee. Das gehört doch da nicht hin, oder? Ich weiß es nicht. Sieht komisch aus. Ja, ich habe keine Brille auf. Da sieht ja fast aus, als würde einer unten dranhängen. Vielleicht sind die da dran am Arbeiten oder sowas. Ja, ja. Schönen Tag. Gleichfalls. Das war jetzt auch wieder ein richtig komisches Gespräch. Alter! Junge, ist er beruflich Rennfahrer oder will er mit dem Ding umkippen? Ja, perfekt, Digga. Einfach durchfahren, obwohl du nicht mal Vorfahrt hast. Okay, hat er jetzt mich gemeint? Kennt er mich? Ich glaube, der kennt mich. Guten Tag, ich bin's wieder aus dem Schnitt. Und so wie man mich kennt, ist das Video natürlich zu kurz. So ist es halt bei den komischen, zusammengewürfelten Sachen. Deswegen bekommt ihr jetzt noch ein bisschen Gesang von mir, ja? Also ihr könnt auch gerne einfach schon abschalten. Es passiert jetzt nicht mehr so viel, obwohl ein Clip kommt noch am Ende, der sehr interessant ist. Aber jetzt könnt ihr erstmal meinen wunderschönen Stimmenklängen hören, genießen, was auch immer. Viel Spaß. Hang am Tag, komm vorbei und schreib mich ab. Lass uns beide ein bisschen abgefuckt sein. Komm, ich schenk uns beide noch ein Glas ein. Baby, mach meinen Kopf aus. Baby, mach meinen Kopf aus. Das interessante Ding. Aber gut.
Gut, Leute, dann würde ich sagen, beenden wir das Video mit einem schönen Vollgas am Ende. Und dafür gehen wir einen Gang runter. Dafür gehen wir noch einen Gang runter. Und jetzt genießt einfach den Sound und dann endet dieses Video.